Warte, ich da mal sagen. Ist ja nicht so schön. Aber von mir wird ja meine Nummer meistens an irgendwelche Leute vergeben, die dann denken, ich wäre ein Mädchen. Und dann mir Bilder schicken, wo die das Gesicht um einen knappen Meter verpasst haben, ne? Achso, ey, hier ist eine Hexe. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Das stand nicht in meinem Vertrag. War das dein Oh Handy? mein Gott, ja. Das Das ist, klang so komisch. wenn Leute mir über Facebook Nachrichten schreiben, macht das dieses Geräusch. Zum Glück habe ich kein Facebook. Ey, wo kommen denn die ganzen Hexen her? Geht ja gar nicht. Okay, jetzt brauche ich eine Notfalllösung. Wow. Ich suche vergebens nach einer Wüste. Notfalllösung, ich habe mich eingebaut. Die Notfalllösung kenne ich. Meistens benutze ich aber eher die Notfalllösung Rennen. Der Rennen hatte nicht mehr funktioniert, da muss ich zu dieser Möglichkeit greifen. Aber ich kann hier auch die eine Seite aufmachen, dann kann ich hier Die angreifen. Funktion Rennen können Sie als DLC für bloß 39,90 dazu kaufen. Würde ich dann mal Ja, sagen. können Sie dazu kaufen. Ich tue dann meine PayPal-Nummer eintragen Oder in der Sie Videobeschreibung. kaufen gleich das ganze Paket für bloß 139,58. Ne? Yay. Das Aber ist es gibt. das, was ich persönlich bei Spielen hasse. Nein. Zum Was Glück haben die gibt's denn keine hier? Zombies in Real Life. Ich glaube, du würdest am ersten gnadenlos zugrunde gehen. Nee, dann würde ich mir eine Shotgun besorgen. Also so eine Wenn's unerwartet Zombie-Apokalypse ist, im dann hast du dir Laser. wahrscheinlich keine Shotgun besorgt. Dann würde ich mir aber ganz schnell eine besorgen. Und wie willst du da drankommen? Weißt du zumindest, wo du drankommst? Also ich weiß, wo man sowas rankommt, aber. Eventuell. Okay, an Shotgun vielleicht nicht unbedingt, aber an Handpistolen doch, ja. Habt ihr wohl zu Hause rumliegen oder was? Nein. Wir sind doch kein illegales Waffenlager. Dies ist kein Thema für YouTube. Wir Eher ein hatten Fall für die Polizei. mal ein, also meine Eltern haben ja ein Altersheim, wie vielleicht einige wissen. Und dort hatten wir mal einen Bewohner, der hat eine Gaspistole mit Tränengaspatronen drin. Und der hat die seiner Frau an den Kopf gehalten, weil die eine Bockwurst nicht essen wollte. So nach dem Motto, wenn du jetzt die Bockwurst nicht isst. Knall ich dich ab. Und dann haben meine Eltern das mal zu Silvester versucht, mit dem Ding durch die Luft zu schießen. Und leider waren da Tränengaspatronen drin. Was zu Der Rest planen? ist selbst denkbar. Ja, ganz eventuell. Also, da hat sie übrigens 2 Tage danach einen Bademantel auf, einen Bademantelgürtel aufgehängt. Läuft. Da gehen lustige Dinge vor sich. Wer es braucht, der braucht's. So. Und das Ding liegt auch noch irgendwo rum. Das haben wir für einen Film benutzt. Also ungeladen natürlich, ne? Hätte ich jetzt auch noch am Ende hinzugefügt. Ich wollte bei dem Film möglichst keinen umbringen.
Was ist das denn für ein Film, in dem keine Leute umgebracht werden? Natürlich wären sie dann umgebracht worden, bloß das hätte dann halt ein bisschen After Effects Geschick erfordert. Aber der Film, der wurde dann nie veröffentlicht, weil es dem Alex irgendwie peinlich war und dann, tja. Bitter. Nö. Nehmen wir mal Jona. Mal jumpen auf diesen Baum drauf. Wenn ich es nicht überlebe, nee, wenn ich nicht treffe, sterbe ich. So rum. Ah nein, ich bin nicht gestorben. Aber fast. Ich habe wieder keine Nahrung dabei und ich habe keine Lust, das Spinnenauge zu essen. Da ist ein vergiftet. Warte mal. Bin ich ja nicht früher drauf gekommen. Oh Worauf? Gott. Lässt sich vielleicht an dem Baum hochzubauen. Auch gute Idee. Ja. Jeder normale Mensch wäre auch direkt drauf gekommen. Aber ich nicht. Ich bin ja auch nicht normal. Ich auch nicht und ich komme auf sowas. Bist vielleicht total abnormal. Weil ich glaube, wir sind zwei verschiedene Arten von bekloppt. Ja. Ja. Definitiv. Übrigens, ihr braucht nicht zu erklären, welche beiden Arten von bekloppt wir sind. Das wissen wir selber, denke ich. Also braucht ihr mir nicht. Ach doch, bei mir können Sie es ruhig mal hinschreiben in die Kommentare. Aber bei mir nicht, ich weiß es selber. Ich glaube, ich mache das dann auch so, wenn ich das hochlade, tue ich deins in so einen kleinen Rahmen und dann unten rechts bei mir einblenden, Gute damit man Idee. alles aus deiner Sicht auch die ganze Zeit sieht. Ja. Wenn ich dann auch noch so schön Parts schneide, wie ich, alle 15 Minuten. Ah jo, das können wir machen. Was ich dann übrigens auch mal machen sollte, weil ich wollte eigentlich bloß eine Stunde aufnehmen, das wären 4 Folgen und das reicht dann gerade so. Ich wollte ja heute nicht nur hier durch die Gegend dann schaufeln. Ich wollte ja auch noch was anderes machen, außer Minecraft aufnehmen. Ja, du musst doch schon mal vorsorgen Ja, für deinen ja. Winterurlaub. Ja, das ist schon. Das ist Vorproduktionsphasen, da freue ich mich schon absolut nicht drauf. Also Aber ich muss ja gut. feststellen, wir sind schon echt viel gestorben. Ja, muss ich auch feststellen. Wenn man sich mal so den Chatverlauf anguckt, da steht ganz oft mein Name und zwischendrin du auch noch. Ich habe jetzt mehrere Stacks Sand. Ich glaube, wir können ein bisschen, also ein kleines bisschen Glas machen. Hattest du eigentlich das Brot aufgehoben, was ich dir da hingelegt hatte? Ja. Finde ich sehr schön. Es war sehr liebenswürdig von dir, dass du mir das gegeben hast. Ja. Aber könntest du mir dieses Brot vielleicht zurückgeben? Ich habe nur noch eins von den zweien. Ja, okay, nee, nee, dann lass, dann nehme ich, wie heißt dieses Knochenmehl? Wenn ich davon noch irgendwas habe. Das kann man übrigens nicht essen. Beziehungsweise wir. Ja, aber dann könnte ich, das Weizen etwas ausbauen. Ich habe so eine blöde Vermutung. Ich komme mal wieder zu dir und dann machen wir mal eine kleine Aufnahmepause. Und dann. Okay, das finde ich gerade sehr gut. Da ich gerade aus irgendeinem Grund einen fetten FPS-Einbruch habe und ich vermute, meine Festplatte wird voll sein. Kauft dir eine externe. Ja, könnte ich eventuell mal in Erwägung ziehen. Habe ich auch gemacht. Reichen gerade So. so 5 TB insgesamt. Aber gut, wen stört's? Also, das war's dann von diesem netten Ründchen Minecraft.
Ich hoffe, ihr wurdet gut bis mittelmäßig unterhalten und möchten Sie noch etwas sagen, Herr Earo? Ja, haut rein. Dankeschön und tschüss.